Hossa Internet, Überraschung, Battlefield 1 ist schon deutlich früher spielbar gewesen, als EA das angekündigt hat. Denn kurz nachdem unsere Sendung gestern online gegangen ist, sind dann auch schon die ersten Leute reingekommen und nicht erst wie eigentlich geplant heute im Laufe des Tages. Wer also einen EA Access oder einen Origin Access Account hat, einen kostenpflichtigen Account, der im Monat 4 Euro kostet, der kann schon jetzt 10 Stunden Battlefield 1 Solo- und Multiplayer-Modus spielen. Der Solo-Modus sind zwei Kapitel, nämlich Stahlgewitter und durch Morast und Blut. Und im Multiplayer-Modus gibt es eine ganze Menge mehr, nämlich die Modi Eroberung, Rush, Operationen und Vorherrschaft auf den Maps St. Quentin, Scar, Amiens, Wüste Sinai, Festung von Far und Suez. Diese Vorschauversion ist 43 Gigabyte groß. Auf den Steam Developer Days hat der Betreiber und Entwickler Valve neue Steam-Features und Hardware vorgestellt. Zum Beispiel bekommt der PlayStation 4 Controller mit dem nächsten Steam-Update nativen Steam-Support. Heißt im Klartext, man steckt dann seinen PS4-Controller an den PC und bekommt das gleiche umfangreiche Konfigurationsmenü, das man schon vom Steam-Controller kennt. Man kann dann also jede einzelne Taste, die Analogsticks und das Touchpad ganz nach seinen Wünschen konfigurieren. Apropos Controller, auch für die HTC Vive gibt es ein neues Eingabegerät. Davon wurde ein Prototyp gezeigt, der deutlich kleiner und handlicher wirkt. Momentan will Valve aber noch Feedback einsammeln von den Entwicklern, was die davon denken, bevor man ankündigt, was das Ding kostet, wann es erscheint und ob die Käufer des bisherigen Vive-Controllers da irgendwie Rabatt bekommen. Und dann möchte man das Steam Link-Programm ausweiten, also die Übertragung vom Spiel über das eigene Netzwerk auf einen Bildschirm im eigenen Netzwerk. Das Ganze wird nämlich jetzt in Samsung Smart TVs mit integriert. Momentan ist aber noch nicht bekannt, ab wann und in welchen Modellen das verfügbar sein wird. Bisher brauchte man da ja immer diesen kleinen Steam Link Kasten. You're a PC gamer. So this is where you play. But PC gaming has always been about options. So why shouldn't you be able to play wherever you want? Der Publisher Square Enix hat einen Trailer bzw. einen Teaser-Trailer zur sechsten und damit letzten Episode von Hitman veröffentlicht und die führt den Killer nach Japan in Hokkaido. Da ist nämlich eine Privatklinik und da soll er zwei Zielpersonen aufspüren und ausschalten. Und laut den Entwicklern wird das kein Pappenstiel, sondern eine der schwersten Missionen überhaupt, für die man alle Skills, die man in den bisherigen Episoden gelernt hat, anwenden muss. Erscheinen wird diese Episode am 31. Oktober. Das war's für heute mit den News. Morgen gibt's dann die nächste Ausgabe. Bis dahin, weiterspielen.